Servus und hallo, sagt der DJ Nick und ich heiße wieder herzlich willkommen zu unserem bayerischen Rollenspiel und unserem Graf Nick, immer noch dem Ersten in unserem wunderschönen Bayern. Ja, wir haben aufgehört, als ein Kreuzzug vor der Tür steht. Genau, und den lassen wir jetzt auf uns zukommen. Wir haben uns gemeldet, dass wir auf alle Fälle mitmischen und in 10 Tagen ist es soweit und deswegen lassen wir die Zeit laufen. Die 10 Tage vergehen und jetzt bin ich gespannt, was da so passiert. Jetzt ist es soweit. Boah, dramatische Musik. Endlich ist die Zeit gekommen, dem heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Pommern zu bringen. Mit rechtschaffener Wut brennend bricht die vom Papst Stephanus aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich, in Klammern Himmel, zu verdienen. Des Wult, das würde ich doch auch sagen. Ein Kreuzzug um Pommern beginnt auf der Stelle. Na gut. Oh Gott, das ist aber schon ein bisschen arg laut. Entschuldigung. Aha, und da, alles klar, man sieht schon, alle machen sich auf den Weg. Na gut. Armeen ausheben. Alle sind auf dem Weg nach Pommern. Und dann schließen wir uns das mal an, machen wir mal so erste Teilstrecke. Und dann geht's los. Ja, da bin ich gespannt. An sich sollte das eigentlich nicht lang dauern. Ah, okay. Und leider gerade jetzt eine kurze Zwischenmeldung, deswegen habe ich Pause gemacht. Jetzt ist es halt doch soweit. Theodor Linda, unsere absolute Koryphäe, ist verstorben. Unsere ehemalige Hofärztin, die kann man jetzt leider nicht mehr einsehen, gell, schade. Weil das war schon wirklich bemerkenswert. Und okay, haben wir irgendjemand? Wenn, dann nur unsere Frau, aber die hat eine schlechte Eignung. Okay, da müssen wir mal uns nach einem Hofarzt umschauen. Sollten wir das gleich machen? Einen Arzt suchen. Ja, das machen wir mal. Die Suche beginnt. Das können wir also nebenbei machen. Während wir unsere Truppen, hier sehen wir sie in grün. Ach, was ist denn jetzt los? Ach gut, da ist schon der Erste da. Oh, der schaut mir aber nicht sehr vertrauenserweckend aus auf den ersten Blick. Ach so, das ist die... Moment, die Anna haben wir da. Wer ist denn das? Der Albrecht. Okay, was will der? Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Graf und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Okay, also den Albrecht haben wir da. Ach du meine Güte. Er ist aber nicht sehr vertrauenserweckend und außerdem ist er eher durchschnittliche Bildung. Ein Poet, ein Bauernführer, Logistiker, angesehener Arzt. Kommt für mich schon mit dem Alter gar nicht in Frage. Wen haben wir noch? Dann haben wir hier eine Imma. Dilettantische Verschwörerin, feige, unersättlich, sadistisch. Was will ich mit sowas? Hat überhaupt gar keine Arzterfahrungen, kommt also auch nicht in Frage. Und dann haben wir hier noch die Anna. Oh, Moment. Anna. Scheid. Philosoph und Arzt, mittlerer Bonus, ruhig, paranoid, schüchtern. Ja, die passt doch. Das gefällt mir. Haben wir da? Diese Option für Dank, das wäre jetzt Bildung. Ah, Anna ist die Gelehrtenkreisen weithin bekannt, verstehe, und die kostet auch wesentlich weniger. 70 Gold, ja, das können wir uns jetzt gerade leisten. Wie alt ist denn die Anna? Das habe ich nicht geschaut. Und sie ist doch mehr oder minder jung. Ja, das ist doch genau die richtige. Sehr gut. Anna wird zum Hofarzt. Ganz genau. So schaut es aus. Das machen wir. Gut. Schauen wir mal nochmal, ob das auch passt.
Höflinge. Ja. Da haben wir sie. Und die hat sogar einen sehr guten Tränkespielwert. Das ist wichtig, weil, wie wir hier sehen, ein mächtiger Agent bei feindseligen Komplotte gegen euch. Okay. Die kann unseren Polarbisch. Okay. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ach, das habe ich nicht gesehen. Kannst du... Okay, aber die können wir immer entlassen, wenn was ist. Na, das muss sie nicht unbedingt. Aber wir können sie nicht an unsere Kultur irgendwie. Hm. Naja, gut, okay. Lass sie jetzt mal so stehen. Im allergrößten Notfall schmeißt man sie wieder raus. Okay, hat uns jetzt natürlich ein bisschen Geld gekostet. Aber mei, hilft ja jetzt nichts. So, und wir alle wandern nach Pommern. Da wird wohl schon gekämpft und belagert und was weiß ich. Und wahrscheinlich ist alles vorbei, bis wir da sind. Wandern wir da mal bis nach Magdeburg durch. Ach, da ist irgendwann gestorben. Okay, während am Kreuzzug. Ärgerlich. Wird da gerade belagert, oder? Okay, dann. Ja, schließt man uns halt diese Belagerung mal an. Weiß ich jetzt nicht so. Wird da irgendwas belagert? Nee, das haben sie schon erobert anscheinend. Ja, ja, wir kommen fürs meiste schon zu spät. Haben wir schon fast gedacht. Da ist eine Schlacht, da werden wir wahrscheinlich auch zu spät kommen. Da. Okay, da wird noch belagert. Ach Jungs, bis wir da sind, das ist doch fad. Mag er auch irgendwie kämpfen, wenn wir schon mal da mitmischen bei dem Schmarrn. Jetzt sind wir mittendrin. Okay, jetzt kann ich die Zahl aber nicht sehen. Hat der da 5000 stehen, oder? Dann kriegen wir jetzt natürlich voll eine auf den Klops hier. Wo hat denn der jetzt auf einmal die ganzen Soldaten her? Oh Mann, das hat uns jetzt echt viel Leid gekostet. Gutze fix. Ja, dann zeigen wir jetzt erst einmal beleidigt ab. Achso, das macht er automatisch. Nicht warm. Achso, das macht er auch automatisch, das davorlaufen. Ja, jetzt hat der mit seinen 6000 Mann auf einmal. Wo hat denn die Leute her? Was ist denn das für eine Truppe? Okay. Ja, der hat seine ganzen zusammengekratzt aus ganz Pommern. Und wir sind relativ unorganisiert. Ah, da oben sammeln sie sich. Moment. Da müssen wir hin. Können wir aber gerade nicht, weil wir davonlaufen. Und zwar ewig weit weg. In die Berge irgendwo. Aha, ja, ja, da wird gesammelt. Ein Höfling wurde gefangen genommen. Oh nein, das ist doch einer unserer Ritter gewesen, oder? Ärgerlich. Der Isanrich. Moment einmal, jetzt müssen wir mal schauen. Was macht denn ihr jetzt da, Leute? Das ist ja ganz schön durcheinander. Wir sollten uns doch irgendwie ein bisschen sammeln. Der hat schon 7000 Leute beieinander. Aber jetzt schaut es ein bisschen besser aus. Da ist die große Schlacht.
Aha, und jetzt schaut es schon ein bisschen schwieriger aus für den. Schafft man aber wieder nicht. Schafft man es diesmal, dass wir wenigstens ein bisschen mitraffen können. Verlieren es wieder. Das gibt's ja nicht. Habt ihr die nächste Schlacht verloren? Ja, also, Papst, gut gemacht. Scheiße organisiert, hätte ich jetzt gesagt. Wahnsinn. Jetzt hat es uns ganz schön dezimiert. Weil sie die alle nicht, ah, da sammeln sie sie jetzt. Das sind jetzt schon 10.000, okay. Und dann laufen sie irgendwo hin, statt dass die da jetzt angreifen. Mei, oh mei, oh mei. Wo sind wir? Wir sind bis nach Oldenburg jetzt geflüchtet. Okay. Kommt mir gerade vor, wie so ein bisschen wie so ein Sportmoderator. Die Städte, die brennen, die hat man schon erobert, oder? Ja, ja, das ist das. Also, dann probieren wir es nochmal. Das ist jetzt auch wieder ewig weit hin. Da 9000 Mann, da 2000 Mann. Wenn ihr müsst halt alle mal zusammenlaufen. Mei, oh mei. Aha, jetzt tut sich da was. Und jetzt werden die den ganz schön dezimieren. War der erste Sieg jetzt anscheinend in dieser Schlacht. Was haben wir denn da? Magdalena, der wird erwachsen. Aha, unsere Tochter. Sehr schön. Ist verlobt und kann jetzt den Hortheim heiraten. Ja, das ist auch wichtig, wie sie doch Flücke werden. Da wird jetzt wahrscheinlich hier die Meldung stehen. Wird euer Staatsoberhaupt um Gold bitten, verliert 20 Meinung, 200 Gold. Für das Gold her, Papst. Wenn wir schon, wenn das schon außer Spießen im Moment nichts wie gewesen hier. So, und wir wandern aber weiter dahin. Lass es jetzt mal laufen. Ich denke, unsere Tochter kann heiraten, oder? Sehr gut, alles klar. Nur her mit dem Geld. Nichts wie weg. 4000 Mann. Oh nein. Habe ich mich verrennt. Ja. Jetzt habe ich mich verrennt und sind. Eieieiei, echt. Ist nichts mehr übrig, oder? Sondern unsere Mannen. Nee, wir haben keine mehr. Ja, schade. Außer Spesen nichts gewesen. Außer, dass wir wirklich wahnsinnig viele Soldaten verloren haben. Dann müsst ihr euch selber darum jetzt kümmern. Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Ich kann euch ja gar nicht mehr helfen. Ja, oder? Also ich sehe keine Truppen mehr von uns. Hab mal vernichtend geschlagen. Wir bleiben jetzt hier daheim. Man hat da jetzt nichts mehr und warten das ab. Ärgert mich jetzt ein bisschen, aber mei. Man kann nicht immer gewinnen, gell? Das ist halt leider so. Und beobachten das jetzt mal, was da oben alles abgeht. Da lassen wir mal laufen. Okay, da gewinnen die nächste Schlacht. Also am Anfang hat es nicht gut ausgesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass eigentlich die beste Taktik wäre, eben nicht gleich nach oben zu rennen, sondern die erst einmal alle machen zu lassen. Moment einmal ganz kurz. Ja, weiß ich, dass die jetzt heiraten können. Jetzt schauen wir uns das Nordgau nochmal an. Ach, der ist Sohn vom Herzog. Okay. Naja gut, wussten wir ja schon.
Was ist denn der für ein Typ? Geduldig, rachsüchtig, religiöser Eiferer, ein Intrigenspinner. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Und der soll ja mal Herzog werden. Da hoffe ich mal, dass es der Heinrich der Vierte, der ist 43, nur ein bisschen macht. Gut, okay, aber ja, lass ich jetzt trotzdem mal laufen. Vielleicht kommt der Herzog selber daher. Ich muss mich jetzt hier um Kriegssachen kümmern. Und ich lasse den Bildschirm jetzt einfach mal so stehen, man konnte es verfolgen. Also rechts oben, da sammeln sie sich auch gerade wieder. Scheint jetzt auch eine recht klare Angelegenheit zu werden, okay. Und die gewinnen jetzt doch eine Schlacht nach der anderen. Okay. Man muss verfolgen, wo was abgeht, aber es ist natürlich schon interessant. Also klar, haben jetzt wahrscheinlich alle verstanden, blau ist unsere Seite, rot ist der Gegner und das schaut so aus. Meine Schwiegertochter Irmgard hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Luftpold-Dynastie, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Oh, ehrlich? Ach, der Nick ist schon Vater geworden. Und ist es denn ein Sohn, oder? Ja, also wir haben einen Enkelsohn, das heißt, der Graf Nick der Erste ist Opa geworden. Ja, ist das nicht eine nette Geschichte? Ja, super. Ja, und natürlich, das wissen wir ja, freilich, die ersten Söhne der Dynastie unserer Kinder sind immer Nick. Möget ihr stark und weise werden, lieber Nick. Sehr gut. Ja, und wenn man das jetzt so schnell auf einen Blick überblickt da oben, scheinen tatsächlich jetzt den Pommern ein bisschen das Gas auszubilden. Links oben haben die nur 4000 Soldaten, aber die Kreuzritter, das werden immer mehr. Und die gewinnen auch eine Schlacht nach der anderen jetzt. Wie, was ist denn da? Kein Platz mehr. Spracherwerb. Zu lernen ist schwer, wirklich schwer. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf kein Platz mehr ist. Es ist einfach voll. Sobald ein Wort in meinem Kopf kommt, fällt ein anderes in den Abgrund des Vergessens. Ich habe mit jeder Lektion zu kämpfen und mache überhaupt gar keine Fortschritte. Ach komm, bin doch so ein gescheiter Typ. Zum Glück ist Mathilde immer für mich da. Mach weiter so, mein gütiger Freund. Ich glaube an euch, sagt sie immer. Ich bin wirklich gesegnet. Ach, von der Mathilde? Aber Mathilde, die ist ja schon weg, oder? Aber die ist trotzdem nur unsere gute Freundin. Drei Jahre Spracherwerb. Naja, mei, also das ist doch nett, wenn die Mathilde, das ist ja eine gute Freundin, gibt ja auch überhaupt gar keinen Grund, warum wir da jetzt nicht uns freuen, dass die Mathilde da fand einen besten Freund. Gut, die Mathilde ist unser bester Freund, aber ganz kurz einmal schnell, die Mathilde, war mir denn da? Wieso hatten die so ein Kasperl und die ist hofnah von Herzog Gebhard? Ach komm, echt. Der Herzog Gebhard von Verona hat seine Schwiegertochter zur Hofnärrin gemacht. Ja, das hat ja auch ein gewisses Geschmäckle. Wobei man nie vergessen darf, das darf man nicht so sehen, wie man das jetzt, wie sich das im ersten Moment anhört, denn der Hofnarr war im Jahr 1099, also um die Jahrtausendwende, ein äußerst angesehener Mensch am Hofe, denn dem wurde einfach auch Glück und den hat man gefragt, wenn man Glück braucht und so weiter. Also das ist nicht so kasperlmäßig, sondern der war wahnsinnig wichtig. Empfehle ich euch mal nachzulesen, wenn ihr mal Lust und Zeit habt. So, also es rennen immer noch alle aufgeschreckt wie die Hühner rum. Was ist mit den 1000 Soldaten? Mittlerweile haben wir 1000 Soldaten wieder angesammelt. Jetzt ist halt die Frage, bringt es noch irgendwas, wenn wir nochmal andrücken? Machen wir jetzt. Man wählt schon den schon, dann machen wir es gescheit. Und jetzt gibt es immer so viele Truppen und wir schauen mal, dass wir uns vielleicht irgendwo noch anschließen können. Bei irgendeiner Belagerung oder so. Mit unseren 1000 Leuten. Links oben, im Westen oben. Was ist denn das?
Sei gegrüßt, mein gütiger Lehnsherr. Euer Ratskanzler, Bürgermeister Adalbert, ist bereits einige Zeit bei mir zu Gast. Die Art, wie er sich in meinem Haushalt drängt, während er versucht, nicht weniger als sklavische Ergebenheiten gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein... Ja, ich weiß, der Adalbert. Ja, das ist halt das. Das ist mir aber wurscht. Wir haben ja wirklich sehr gute Meinung. Und er hat von uns eine gute Meinung. Ja, der Adalbert, der ist halt nicht unbedingt der gesegnetste Diplomat. Das weiß ich selber auch. Mann, ist halt so. Was ist denn das jetzt schon wieder? Die Geheimnisse der Natur? Ja, ganz schön viel passiert im Moment während des Krieges. Gerold von Leibrechtskirchen, ein Adeliger aus München, hat mir ein Angebot gemacht. Wenn man dem Brief Glauben schenken kann, ist er erfahren im Bereich der Kräuterkunde und er würde gerne sein Können zur Verfügung stellen gegen Kost und Logis. Das Angebot ist verlockend, aber ich weiß, dass Suffraganbischof Petra Talismannen und Tinkturen misstraut. Er glaubt, die finsteren Mächte wie etwa Satan nutzen sie für ihre bösartigen Zwecke. Ah, ich weiß schon, auf was es hinausläuft, da muss ich noch gar nicht lesen. Also den Leibrechtskirchen... Was ist das für einer? Eine Wohlgestalt? Kräuterkundler? Okay. Ein Arzt ist ein Corner. Wir erhalten die Eigenschaft Kräuterkundler. Haben wir da irgendwas davor? Eigentlich nicht. Er könnte einen Garten heiliger Pflanzen anlegen. Finde ich schon eher gut. Er sollte seltene Blumen, eine seltene Blume wird Aranka den Tag versüßen. Okay, unsere Frau. Okay, also das ist mit dem Garten, das ist die, und was, ich vertraue der Sache auf das Urteil von Suffraganbischof. Und der Bischof kriegt eine gute Meinung von uns. Oh Mann, das ist jetzt so eine Frage. Und die Frau eigentlich weniger. Ich würde jetzt rein aus dem Bauch raus das machen. Er könnte einen Garten heiliger Pflanzen anlegen. Ist doch in Ordnung. Er zieht an unseren Hof, wir kriegen Lebenserfahrung und wir kriegen... Ja, das machen wir das. Manchmal, wenn es so neutrale Entscheidungen gibt, es hat jetzt für mich rollentechnisch, habe ich da jetzt nichts gesehen. Wir sind gesellig und fleißig. Ja, der kann doch einen Garten anlegen, ist doch in Ordnung, oder? Wo ist denn jetzt eigentlich unser Trupp? Okay, wir sind im Anflug. Geht aber langsam vonstatten, Jungs hier. Erste Armee aus München. Der Timo von Frontenhausen führt die an. Echt? Okay. So, und schauen wir mal, ob wir uns da vielleicht dieser Belagerung... Aha, jetzt treten schon die ersten aus. Vielleicht können wir die hier abfangen. Denen noch zur Stelle eilen vielleicht. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Und damit haben wir wenigstens auch irgendeinen kleinen Beitrag geleistet. Und haben wir endlich einen Sieg errungen. Na, das war doch einmal schön. Endlich mal irgendwas. Haben wir Lunte gerochen. Ja, die fliehen jetzt da alle, die sammeln sich, versuchen sie wieder zum Sammeln, das wird aber nichts mehr bringen. Mittlerweile sind das ja, wenn man hier schon sieht, 10, 12, 14.000 Mann. Schafft man gar nicht mehr, oder? Wo
Okay, haben da jetzt auch noch ein bisschen. Na, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen mitmischen können. So, Vorzüge, Moment einmal ganz gut. Sehr gut, das nehmen wir sofort mit dem Glauben. Ja, das nehme ich sofort. So, wie schaut es jetzt aus? Ich habe mir schon gedacht, dass dieser Krieg etwas länger dauert. Ja, mei, das ist so der Kreuzzug und kein Pipifax, gell? Wo ist denn, können wir jetzt irgendwas belagern? Oder was, wie schaut es denn da aus jetzt? Ach so, die verfolgen jetzt den da. Ah, da, wieso hilft denn dem eigentlich keiner? Ah, jetzt kommen sie vor mir alle. Auf geht's, da können wir doch auch noch mitmachen. Jawohl, sind wir da wenigstens auch noch mit ein bisschen mit dabei. Sehr gut. 75%. Euer Ratsmittel hat ihren Posten und euren Hof verlassen. Wieso denn das? Habe ich da jetzt gerade irgendwas weggedrückt, was wichtig war? Warum? Warum ist die weg? Ist jetzt Höfling vom Bürgermeister Ernst von Magwartstein. Warum denn das? Was ist da los? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Das ist die Frau unseres Sohnes, oder? Von unserem Nick. Und warum ist die jetzt... Ist Verwandter ihres Lehnsherrn. Die ist mit dem Bürgermeister Ernst irgendwie verwandt. Ach, das ist dem seine Schwester und der hat die an den Hof geholt. Echt? Und die hat da eingewilligt. Ah, okay. Ja, okay. Und weiß ich jetzt nicht so sehr, ich glaube, den Fall habe ich noch nie gehabt, muss uns das irgendwie jetzt kratzen, außer dass wir, dann machen wir unsere Hofärztin, ganz genau. Machen wir halt dann die zu unserem Spitzel, passt schon, wunderbar. So, wo sind wir? Da sind wir. Gibt es da irgendwas zu tun? Wo laufen alle hin? Da gibt es noch ein bisschen was zum Belagern. 75% haben wir. Gerlhafter Bo. Alle laufen einfach nur wild irgendwo in der Gegend rum. Da machen wir da einfach bei irgendeiner Belagerung noch mit. Jawohl, ordentlich mitbelagern. Ah, hat sich auch schon erledigt. Dann ist da noch eine Belagerung. Ich weiß schon, das ist oft ein bisschen undurchschaubar da, aber ihr seht es ja, wie hier das Grüne, das ist immer unser Ding. Ah, schließen sich noch einige jetzt der Belagerung an, an der wir da noch ein bisschen belagern. Ja, und dann machen wir diesen Pommern tatsächlich ganz schön den Gar aus. Meine Güte. Aber Moment. 2, 1, so. Wir kontrollieren jetzt Vanabla. Okay, alles klar. Haben wir ja doch irgendwie einen kleinen Erfolg erzielt. Sehr schön. Dann geht's da runter. Wir folgen denen alle. Herzog Schwieber könnte sich dem Krieg anschließen. Ja, okay, was will der mit seinen 400 Soldaten?
Da machen wir da auch noch ein bisschen mit. Es ist ein Irrsinn, was da gerade los ist. Das muss man sich mal bildlich vorstellen, das war aber so ähnlich, war es wirklich früher. Da sind dann Zehntausende von Mann von A nach B gelaufen und haben einfach geschaut. Moment mal ganz kurz, wie schaut es denn aus mit der Belagerung? Okay, 57 Tage, das dürfte dann eh der Rest gewesen sein. Das belagern wir jetzt noch ordentlich. Vielleicht haben wir ja Glück und sind die alles entscheidende Wendung. Da glaube ich, gibt es immer so ein bisschen einen extra Bonus. Oh, was ist jetzt? Mein Suffraganbischof Petrus tritt auf einem Wink zu mir in den Kreis aus Messikugeln und Kerzen, die ich auf den Stäben im Raum verteilt habe. Der Weihrauch, der schwer in der Luft liegt und vor bösen Dämpfen schützen soll, treibt uns ein wenig die Tränen in die Augen. Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen. Allerdings bricht Petrus schon bald ab, das fühlt sich falsch an. Dies sind göttliche Wesen und nicht gedacht für das sterbliche Auge. Da hat er eigentlich recht, was mache ich da schon wieder? Ach so, okay, Bildungsrat. Meine Absichten sind her, das versichere ich euch. Was haben wir da? Ihr könnt gehen, aber ich werde deshalb nicht aufgeben. Ja, das ist vergebliche Liebeswühe, wenn nicht gar eine Sünde. Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich meine, wir sind in einem heiligen Krieg und wir sind schon sehr katholisch, wenn auch kein religiöser Eiferer. Aber und Engeln sehen möchte ich eigentlich nicht. Das ist Visionen des Göttlichen. Das ist eigentlich nicht die Wissenschaft, die ich betreiben möchte. Sondern ich bin da eher auf Gestirnen und sonst irgendwie sowas. Wobei das wahrscheinlich der Suffraganbischof auch nicht gut finden darf. Gerade der Kirche gegenüber, aber trotzdem, ich nehme jetzt hier das Letzte. Und wir werden leider in der Ausgabe jetzt noch ein bisschen überziehen, weil jetzt mag ich es nicht auf die lange Bank schieben, wobei jetzt hat sich wieder die Prozentzahl ein bisschen zurück. Schwestern wurden von Herzog Flodek gefangen genommen. Okay, wir haben nochmal eine Belagerung, Gunnar. 94% sind es. Naja gut, das kann sich noch lang ziehen. Und deswegen, ihr Lieben, machen wir wieder einen kleinen Cliffhanger. Wir sind schon über die halbe Stunde durch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben Weihnachten, 28. Dezember des Jahres 1100. Und wir werden mit Sicherheit das Ende des Kreuzzuges, und da rechts sieht man, da sind schon wieder 5000 Mann, werden wir dann in der nächsten Ausgabe verfolgen. Ich sage wieder mal ganz herzlich danke fürs Zuschauen, dass ihr reingeschaltet habt. Schaut bitte das nächste Mal wieder ein und lasst mir ein Abo da, wie immer, auf Kanal 4000, freue mich wahnsinnig, oder auch mal einen von diesen Filmen anklicken, die jetzt hier erscheinen. Und ich sage danke und wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.